Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich weiß noch nicht, ob es ein angezocktes Video wird oder eine kleine Serie. Mal schauen. Es ist auf jeden Fall ein Fehlkauf meinerseits, weil ich wollte, es kam dieses Jahr Endzone raus. Es ist ein Early Access Spiel, Strategiespiel, wo man quasi ja ein Dorf hat und wenn man da sich nicht gut drum kümmert, krepieren die Leute und man hat verloren. Ja, und ich habe jetzt per Zufall, ja gut, es war ja auch bei Epic Sale und habe dann gesehen, ah, das ist dieses Strategiespiel, wo die Welt untergegangen ist. Ah, schnell kaufen, schnell kaufen. Ja, und jetzt habe ich es gekauft und festgestellt, ja, es ist nicht Endzone. Es ist The Aftermath, oder wie man das so aussprechen möchte. Es ist auch ein Surviving-Game und ist auch schon im Early Access, oder ist noch in der Early Access-Phase, aber es ist halt nicht, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen. Ich glaube, Ende letzten Jahres oder so. Ist egal, ich werde es einfach mal, ich habe mich jetzt nicht null informiert, war ja auch ein Fehlkauf. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und scheiße. Tutorial. Hätte ich ja mal wissen müssen. Du trittst gleich in eine postapokalyptische Welt ein, in der der Aufbau einer Kolonie mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Im Tutorial lernst du die Spielgrundlagen, die Oberfläche und die Spielkonzepte kennen, damit du in dieser feindlichen Umgebung überleben kannst und Erfolg haben kannst. Willst du das Tutorial? Komm, machen wir. So, Umgebung. Nur wenige erinnern sich noch an den Funken, der alles... Achso, das ist die Schwierigkeit. Alles in Gang setzte, eine Kettenreaktion globaler Katastrophen löschte die Mehrheit der Weltbevölkerung aus und brachte die Menschen gegeneinander auf. Die übrig gebliebenen versuchen jetzt in einer postapokalyptischen Welt zu überleben. Städte sind zerstört, aber die Natur hat überlebt. Das heißt, Coronavirus. Die Welt ist verlassen, unerbittlich. Nährboden 25, mittlere Temperatur und Feuchtigkeit. Gemäßigt. Planet ist eine karge Einöde. Heiß und trockenes Klima. Oh Gott. Mag ich ja so schon nicht. Mittlere Temperatur, gemäßigt und feucht. Ich habe keine Ahnung. Hier sind so mehrere Sachen. Komm, wir nehmen mal gemäßigt. Fangen wir mal leicht an. Katastrophen. Extreme Wetterbedingungen und andere katastrophale Ereignisse waren das Ereignis dieser Umstände und wurden ja ein normaler Alltag. So, das Schlimmste ist vorbei. Zeit für einen Neuanfang. Gelegentliche Katastrophen. Oh, es gibt hier auch Katastrophen. Das fand ich bei Endzone auch toll. Die hatten Endzone, gab es aber keinen Gangangriff oder so. Das hätte ich mir auch für so ein postapokalyptisches Setting auch gewünscht, aber vielleicht gibt es in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer noch eine gefährliche Welt, aber wir werden die Oberhand gewinnen. Häufige Katastrophen. Häufige Katastrophen. Regelmäßige Katastrophen. Scheiße. Ich nehme auch häufige. So. Ressourcen. Jeder hat eine Belastungsgrenze. Irgendwann reicht es nicht mehr aus, Tag für Tag einfach nur zu überleben. Menschen brauchen Hoffnung und endlich gibt es ein Schlimmer davon. Ein Schimmer? Oh, ich brauche einen Kaffee, Junge. Es war ein langer Weg, aber das Erlebte kann nun der Vergangenheit angehören. So, der zerstörte Bunker ist eingestürzt. Ausreichend Ressourcen. Das zuverlässige Auto ist schließlich kaputt gegangen. Knappe, mittlere und komm, nehmen wir mal ausreichend. Wir spielen auf einfach, glaube ich. Das ist, glaube ich, einfach. Überlebende! Die Menschen um dich herum sind der schmale Grat zwischen Leben und Tod. Sie sind alles andere als perfekt, aber immerhin habt ihr zusammen überlebt. Du kannst ihnen dein Leben anvertrauen, denn sie tun es umgekehrt genauso. Abgehärtete Individuen, egal, die in dieser Welt Erfolg haben werden. Eine Gruppe Überlebenden, die für sich selbst sorgen können. Ach so, na komm, nimm mal mittler.
Wir machen so zwischen Mittel und Leicht, glaube ich. Wir fangen mit einem Kind weniger an und einem Erwachsenen weniger. Ideologie. Es gibt kein Überlebenshandbuch für die postapokalyptische Welt. Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Strategien. Und keine ist besser als die andere. Schaltet weitere Optionen im Technologiebaum frei. Welche Art von Anführer bist du? Ein zäher Überlebenskünstler? Hole mehr aus dem heraus, was du hast. Kolonieerbauer? Halte die Kolonie am Laufen und wachsen. Erkunder des Ödlands. Erkunde die Kolonie und deren Umgebung. Ich liebe es zu erkunden. Torwächter. Das Leben ist unfair. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass man doch nicht allein ist. Sei es ein unsichtbarer Wächter oder einfach nur reines Schicksal. Auf jeden Fall scheint es so, dass jemand über uns wacht. Nee. Von dir liegt ein anspruchsvoller Weg, aber es ist das Risiko wert. Architekt, nachsichtig und hilfreich. Dein Weg ist steinig. Er wird steinig sein, aber niemals ungerecht. Oh, das finde ich gut. So. Ja, wir sind beim Mittel, denke ich mal. Die Gruppe ist bereit, sich niederzulassen und unter einer Flagge zusammenzukommen. Dinosaurs. Keine Ahnung. Der tote Fisch. Und sowas kann man nie genug haben hier. Ja klar, ich bin die Ratte. Ich bin Skaven hier. Nee, die Erleuchteten. Das ist doof. Nee, Arbeiter sind wir auch nicht. Phönix aus der Flamme sind wir auch nicht. Drei Könige haben wir nicht. Hammer und Sichel sind wir auch nicht. Hammer und Zange. Nehmen wir nicht. Nö, 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 nö. Wir nehmen was Passiges. Rot ist immer schön. Können auch mal Lila nehmen. Eigentlich was Abgeranztes. Also die Totenköpfe geben mir schon mal keine Hoffnung. Ach komm, wir machen mal einen lila Hintergrund. Hauptsache unsere Einheiten sind nicht lila. Lila. Aber sowas kann man nie genug haben mit solchen Wappen. Ich liebe sowas. Weiter. Grafiken. Deine Gruppe ist unter einer neuen Flagge vereint und lässt sich nieder in einer Kolonie namens Fuck You. Nee. Heinrich der Löwe kommt aus Braunschweig. Also nennen wir es New Brunswick. Ach nee, wie schreibt man Brunswick? Ist ja Englisch. Brunswick. Nee. Ich schreib's mal so. Brunswick. Es gibt ja so einen Braunschweig in Amerika. Das heißt aber, wie gesagt, Brunswick, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. So what? Fuck off. Jetzt haben wir es New Brunswick. Ob es richtig ist oder falsch. Scheiß der Hund drauf. So, Kolonie-Motto. Was bringt das? Trage das Motto ein. Bestimmte Sonderzeichen sind nicht erlaubt. Ein Motto. Muss wahrscheinlich kurz und knapp sein, ne? Ohne Kaffee läuft nichts. Gutes Motto. Ich brauche Kaffee. So. Fangen wir mal an. Lass Spezialisten ab und zu nach Hause kommen, damit sie in der Kolonie ihre erbeuteten Ware bringen können. Okay. Wir haben irgendwo Spezialisten. Was hast du noch so als Tipp? Also erledigt. Oh.
10 Leute haben wir doch, oder? Basissteuerung. Das sieht ja alles scheiße aus hier. Bretter, Bretter. Oh, hier sind Bären, die man sammeln kann. Plastik. Also Müllhaufen. Oder eine alte Ruine, wer weiß. Ja. Wo ist das Tutorial? Oh, man sieht ja richtig den Tag. Und ich verschieße ihn gerade. Was ist das? Feedback. Okay. Okay, okay, okay. Kann ich hier irgendwie Pause machen? Oh, warte mal. Wir machen Pause. Tutorial wird hier irgendwie nicht angezeigt, oder? Basissteuerung. Drücken Sie hier, um mehr zu erfahren. Ja. Och, die Ente mit Gasmaske ist ja nett. Danke, ich kann WASD und linke Maustaste besorgen. Ey, ich krieg einen Steifen. Ist ja Hammer. Speerin. Profisteuerung. Ich kann das Mausrad benutzen. Das ist ja... das ist ja ein scheiß Tutorial. Drücke, um mehr zu erfahren. Ah, jetzt kommt was Interessantes. Du kannst Spezialisten in die Kolonie befehlen, um sich zu bewegen und oder Gegner anzugreifen. Es gibt riesige Spinnen, geil, mit leuchtenden Augen oder was, geil. Indem du sie auswählst, das Ziel markierst und ja klar, wilde Tiere, okay. Ich muss erstmal gucken, was wir hier an Personal haben. Ey, halt doch mal die Fresse da. Sie kann erkunden Angriff. Angriff, also sie gehört schon mal... Quo. Die ist geil. Das ist eine Kämpferin. Geh da mal hin. Wir sortieren die erstmal aus hier. Was haben wir hier? Ein Kind. Gibt es Kinderarbeit? Ich habe keine Ahnung. Hier. Kannst du Bretter sammeln gehen? Kannst du arbeiten? Und von wem bist du die Tochter? Der Junge. Sieht man das? Das Kindsein in dieser Welt ist weder einfach noch spaßig, aber die Kinder machen das Beste daraus. Sobald sie erwachsen sind, wollen sie der Kolonie unbedingt helfen, ja, behilflich sein. Findet es schwierig, sich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Obdachlos. Ah. Cool, du hast wohl gar keinen... Oh, hier ist ein alter Bunker. Abreißen. Ah, es gibt Klamotten, scheiße. Okay, okay, sie ist eine Kämpferin. Leo, 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 Leo. Was kann der Leo? Zustand, Werkzeug. Es scheinen alle obdachlos zu sein. Ist ja schon mal ein Ding. Was gibt's denn noch als Tipp? Deine Kolonisten benötigen zum Überleben Unterkünfte. Wo sie wohnen können, öffne das Baumenü. Ja, das hätte ich nämlich gemacht. Was soll ich machen? Notdorf, Zelt? Wir haben ja mehrere Überlebende, die obdachlos sind. Das heißt, wir bauen gleich so ein großes Zeltchen. Weg von dem Bäumchen, wir nutzen mal die freie Fläche. Hier wird wahrscheinlich der Haupteingang sein oder so. Hm, keine Ahnung. Wir stellen sie hier mit Abstand mal hin. Die Felder sind da. Ein Feld, dann machen wir das auch mal, damit sie vorbeilaufen können. So. Du, mein Junge, kannst das hier bauen? Kann ich sagen, bau das? Was haben wir hier noch für Typen? Warum sehe ich das bei denen nicht? Ja, doch hier. Zufriedenheit, Ernährung. Hä, bei ihr habe ich doch so viel gesehen. Ach, die kann ich auf die Karte schicken. Die Weltkarte, okay. Das sind also normale Honks hier, Logan. Ich bin Logan, Motherfucker. Brooklyn. Die Bilder finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Sophia, Isabella.
Oh, noch ein Kind, ein Mädchen. Das ist ganz gut zum Fortpflanzen. Luna. Die Frauenbilder, mit denen möchte man sie... Ich habe ja fast nur Frauen hier. Alter, ihr armen Kerle, ey. Da müsst ihr euch mal ranhalten, ne? Da könnt ihr ja ganz schön viel fortpflanzen. Ja, super. So, deine Kolonisten benötigen Unterkünfte. Ja, weiß ich doch. Ich muss mal Play bauen. Macht ihr das automatisch und sie macht automatisch Nuklearabfall. Ih, wie kriege ich das denn weg? Ja, die gehen alle dahin und bauen. Das ist schon mal gut. Kann ich nicht sagen. Hier. Hol die Bretter. Aha. Nee, kann ich nicht. Die scheißt da drauf. Ha? Ha? Bretter. Ja. Das sind Bretter, die warten nur eingesammelt zu werden. Hm. Muss hier das Essen decken? Oh, wow, da ist ein Mutant. Ih, neben Nuklear ab. Oh, greift das an? Was haut er zurück? Oh, da kommt das nächste. Crow, kill sie, Mann. Was machen wir mit den Leichen? Hier, Leiche. Warum kann man das nicht einsammeln? Ich raff das nicht. So. Lager halten, sammeln und Baumaterial, bla bla bla. Versuche Bretter und Zement in der Nähe. Ah, ich muss die Zone irgendwie auswählen. Nee, und wie mache ich das? Ich stelle mich gerade richtig doof an. Ich. Leute, die das Spiel jetzt schon gespielt haben und sich jetzt wundern, so, hä, der rafft ja gar nichts. Ja, ich raffe gar nichts. Das ist richtig. Da sind noch mehr Baumenü. So. Wie markiere ich jetzt ein verficktes Gebiet, ey? Scheiße, es ist kein Fleisch zum Essen gewesen. Das waren wirklich Gegner. Ich habe gehofft, dass ich die essen kann. Nicht. Bewege die Arbeitszone der. Ey, ich muss auf das Lager klicken? Och, wie bescheuert. Arbeitszone verlegen. Ah. Okay, das ist nicht so cool. Deine Kunde. Ja, wir brauchen Wasser. Wir brauchen da irgendwas für Wasser. Ist schon klar. Ein Wasserbrunnen. Haben wir doch schon, oder? Soll ich ihn bauen? Die Kolonisten brauchen Wasser, damit sie nicht dehydrieren und sterben. Öffne das Baumenü und wähle Brunnen aus. Beachte bitte, dass Brunnen nicht auf Ödland errichtet werden können. Okay, ich muss mal die Texte durchlesen. Ah. Hier ist Ödland, das ist scheiße. Die Straße würde ich so am liebsten heile lassen. Da ist ja ein Brunnen schon, dann bauen wir hier direkt an der Straße.
ein Brunnen. Mensch, dann haben die ja schon hier Wohnhäuser gebaut und einen Brunnen gebaut. Seid ihr richtig cool, Leute. Diesen Zaun müssen wir hochbauen, denke ich mal. Ah, New Brunswick. Das ist alles unerforscht, oder? Ja, cool. Okay, hier ist schon mal See. Öde. Hier ist so ein schönes Ackerland. Oh, das sieht richtig knusperig aus hier. Miam, 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 miam. Alles grün. Hier eher nicht so. Okay. Ich kann leider nicht näher ranzoomen. Ich hätte gehofft, dass ich noch mehr ranzoomen kann. Kann ich die Spieler Hello. Übernehmen? Hello. Hello! Ich hatte mal so ein ähnliches Spiel wie Banished oder so. Das war auch so ein Mittelalterspiel, aber konntest du wirklich eine einzelne Figur übernehmen und arbeiten. Aber das ist, denke ich mal, hier unser Crow-Ersatz. Wie hältst du dich denn, Süße? Sperren. Alter, sind da überall mutierte. Also wir müssen erstmal wahrscheinlich diese ganzen Gegenden Viecher töten, damit unsere Leute hier alles sammeln können. Das Gebiet ist riesig. Hier ist es ein unsichtbarer Zaun. Es sind so ganz viele Viecher. Och, was ist das für ein Bär? Okay. Wenn der See nicht verschmutzt ist, ist der Gold wert. Ich muss erstmal. Wo ist unsere Basis? Hier. Der See ist nördlich. Okay. Einige Brunnen oder Fischerhütten sind von effektiven Bereichen umgeben, in denen sie aktiv sind. Um die maximale Produktion zu erzielen zu können, stelle sie an Orten auf, die am vorteilhaftesten sind. Das ist klar. 100% Wasser. 100% Wasser. Wasserproduktion 15, 14. Okay. Die sind hier schön am Sammeln. In der oberen Leiste siehst du die deine Kolonisten. Ja, 7 Stück. Als erstes siehst du die Träger. Ach so. 7 Träger, okay. Die für das Bewegen der Ressourcen und den Bau von Gebäuden wichtig sind. Die zweite Symbol zeigt die Gesamtbevölkerung in der Kolonie an. Wähle ein Symbol aus für die... Okay, das sind halt 2 Kinder quasi. Und unser Spezialfachmann. 3 Kinder haben wir. Nimm's zurück. Hä? Aber wir haben doch nur 2 gehabt. Ach, Arthur, das ist ein Junge. Das wäre ein Mädchen. Eine erwachsene Frau, so. Mhm. Okay, wir haben 3. Das haben wir bald abgebaut, das finde ich super. Ja, ist leer. Zement haben wir noch ein bisschen und die verschwinden auch. Da unten sind auch Bretter. Ich gehe mal mit Crow hin. Nicht, dass hier noch Ratten oder so sind. Das ist Metallschrott. Auch Bretter. Hier weiß ich nicht, ob wir das wieder aufbauen können. Hier hinten scheint nichts zu sein.
Na gut, hier ist dann wieder nuklearer Müll. Gibt's im Wasser Fische oder so? Kleine Zementruine. Kann man die Bäume abhacken? Bestimmt, ja. Beeren. Ja, die Beeren kann man bestimmt auch sammeln, aber... Ah, sie pennen, ne? Wie viele Leute passten da rein? 6. Wir haben 10. Das ist natürlich scheiße. Das heißt, wir brauchen dann noch ein Gebäude, um die alle unterzukriegen. So ein kleines Zelt. Ach komm, dann brauchen wir nochmal so ein zweites großes. Aber hier eher hin, wo es abgegrast ist. Und wenn die Bretter abgeholt sind, dann kann man ja quasi... Oh, wird schon wieder Tag. Ja, Crow Baby. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Also hier scheint noch alles... Sie krepiert auch nicht in der Nähe von diesem Zeug. Das ist schon mal gut zu wissen. Und was auch interessant wäre zu wissen ist, vermehren sich diese Drecksviecher von Tieren, die wir vorhin erschossen haben. Da ist nämlich schon wieder eins. Ein stattliches Reh. Das kann man doch bestimmt fressen, ey. Bauen wir mehr Unterkünfte, ja, mache ich doch schon. Warte mal. Nein, fuck you. Oh, wie habe ich das gemacht? Achso. Arbeitszone verlegen. Jetzt bin ich mal interessiert, ob jemand dieses Reh wegnimmt. Ja, es hat sich nur aufgelöst. Schade. Ein Brett haben wir noch. Die Bären fassen sie auch nicht an. Wahrscheinlich brauchen wir dafür ein Gebäude. Ein Bärensammler oder so. So, haben wir abgetragen. Dann verlegen wir wieder. Arbeitszone verlegen. Und wir hatten... In diesem Wald. Ich hätte genau schon ein bisschen Metall, aber das kann er nicht abbauen. Okay. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall alle ein Dach und die Gebäude sehen unterschiedlich aus ein bisschen. Das finde ich nett, wenn nicht alle gleich sind. Das finde ich super, sowas mag ich. Ich hasse gleiche Gebäude, ich hasse es. Ja. Kann ich Crow in die weite Welt schicken? Irgendwie nicht. Das kommt bestimmt später noch. Das kommt bestimmt später noch. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Spezialisten. Ich glaube, die ist erstmal... Crow ist erstmal dafür da, dass wir quasi... unser Land hier verteidigen können. Ich sehe, im Norden rechts habe ich Ratten gesehen. Crow, Baby. Du bist cool, du bist cool. 2, ich sehe 2 Ratten. Kannst du die töten? Oder Mäuse? Es sind Riesenmäuse. Die verstecken sich bei den Brettern. Die Animation zum Teil ist scheiße. Ist hier keine Axt? Ich glaube, das Spiel war in Early Access. Aber halt Epic, ne? Schieß die Mäuse platt. Und ich brauchst du keine Munition. Steigst du auf? Das wäre richtig geil.
Ja, Plündermission gibt es, okay. Achso, jetzt soll mal Plastik und es ist Zeit, an dich Plastik- und Metallvorräte zu kümmern. Baue einen Recycler und beginne damit Plastik und Fasern abzubauen. Der Schürfzug verwehrt derselbe Methode und sammelt Metall. Okay. Sollen wir noch essen lernen? Ah, es gibt einen Fallensteller. Wie sieht's mit Nahrung überhaupt aus? Wir haben noch ein bisschen. Förster und Holzfäller. Cool. Ein Recycler für Plastik. Ach, den kann man direkt schon da so... Ah. Muss ich den ja wieder abreißen. Dreck. Schitte. Lagerstätte mit Brettern ist leer. Ja gut, kümmern wir uns drum. Scheiße. Muss ich echt jetzt hier erstmal einen hinballern? Er kriegt beide nicht. Das Gelb. Grün ist natürlich super. Das sieht beides so angekratzt aus. Ich weiß nicht, ob er das dann ordnungsgemäß abarbeitet. Ich baue den erstmal hier hin. Und wir brauchen Bretter unbedingt. Das heißt, wir scheißen auf das... Ach, das ist ja schon fast fertig. Seid ihr flink, ey. Ihr seid ja flott. Komm, bau mal diese drei Zement ab und dann passt das schon. Oder habe ich die Meldung falsch verstanden? Da ist doch noch Holz. Hm? Wenn nicht, ich mir das Lager doch 80. Haben wir doch. Achso, das ist leer. Oh. Gut, haben wir das auch verstanden. Dann nehmen wir erstmal diese kleinen Gebiete hier. Hier ist ja nichts. Hier 15 Bretter habt ihr ja zackig. So, der ist gleich fertig. Das heißt, wir können ja mal einen bauen, der Metall abbaut. Hier, der Schürfer, der passt sogar noch in unsere Siedlung rein. Oh, da ist sie weg. Mist. Das wäre jetzt der Moment gewesen, Mathilde zu sagen, ich brauche einen Kaffee. So, dann spulen wir ein bisschen vor, weil nachts ist ein bisschen lame. Die arbeiten ja nicht. Oh, das Pack. So, Tag. Dann bauen wir noch. Ich dachte, sie kommt noch mal. Schade. Nee, Wasser brauchen wir erstmal nicht. Nahrung. Neo-Wan-La. Förster brauchen wir nicht. Was ist denn gerade? Unser Gebäude kaputt gegangen? Das ist kaputt gegangen. Reparieren die ja selber, muss ich sagen. Hier, repariere. Ja, Nahrung, Fischerhütte, Fallenstelle, ja. Wir bauen beides. Ich suche gerade nur... das Tor. Blind? Ist denn hier verdammt nochmal eine Latrine? Oh!
Eine Latrine muss ich gleich bauen. Aber ich suche erstmal Nahrung. Ich habe die doch vorhin gesehen. Bin ich blind, Förster? Beim Förster kümmert sich um Pflanzen. Ist ja kein Jäger. Kein Kommentar. Scheißdreck, ey. So. Oh, hier. Da kann er mächtig viele Fischis rausholen. Kann man die Gebäude drehen? Ja, mit R. Weiß nämlich nicht. Ah, so könnte man ihn bauen. Ja. Dann bauen wir doch mal einen Förster. Wir bauen hier richtig viel gerade und dann bauen wir auch noch mal einen Fallensteller. Und den Fallensteller bauen wir mal hier hin, weil hier haben wir ja die ganzen mal hier lieber da hinstellen. Dann bauen wir ihn da hin. Mit dem Plastikmüll und dem Schürfer finde ich ein bisschen blöd. Aber vielleicht kann man mit dem Schürfer auch sagen, Arbeitszone verlegen, genau. Okay. Und wer repariert die Butze hier? Ah. Das muss ich wirklich sagen, Reparatur. Das sah ja gerade bescheuert aus. Nuklearabfall, Nuklearabfall und da packen wir unser Jagdgebiet hin. Schön. Ah, das alte Gebäude kann man auch abreißen, cool. Na, wir sollen noch Nahrungssachen bauen. Dann spulen wir ein bisschen vor. Oh, scheiße. Muss ich doch das Video schneiden? Scheiße, ey. Ja, Katze, Kotze. Kotze. Ja, die Katze kotzte. So, jetzt habe ich mich wieder. Da muss man schnell reagieren. Das ist halt im Haushalt mit Kleinkindern und Katzen und Mathilde, Kaffee? Bitte? Ja, Kaffee! Unser erster Erfolg des Tages. Was sagt man da? Danke! Hab ich doch gesagt, oder bitte? Danke, bitte! Bitte, danke! So. Was für ein Einsatz hier. Ha! Jetzt habe ich auch die Zeit verloren. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Das hier vom Button überhaupt? Keine Gemeinschaften gefunden. Erforsche die Weltkarte, um Gemeinschaften zu finden, mit denen du interagieren kannst. Ja, geilo. Sowas mag ich. Interagieren. Oder wegradieren. So, ausradieren. So, Bretter abgebaut. Kein Problem. Wir haben noch genug. Wir verlegen und haben... Ach, das können wir nicht einsammeln. Oh, da ist auch ein Haus. Das ist ein Bretterhaus. Cool, cool, cool. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das Gebiet hier vorne. Ist schon mehr Nacht, ne? Die Zeit geht hier schon flott rum. Ich hoffe, der baut das hier nicht ab. Wer arbeitet denn hier überhaupt? Das ist oh ne, scheiße, ups.
Logan, ich wollte dich doch nicht arbeitslos machen. Bitte, geh wieder arbeiten. Ich wollte doch nur gucken, ob du glücklich bist. Ich wollte dich doch nicht rausschmeißen. Ach, Logan ist hier drin. Okay. Man kann so die Leute aus den Gebäuden schmeißen. Okay, doki. So, wir haben aber jetzt alle, müssten ja, die 12 Leute, müssten ja alle reinpassen. Wer hat denn hier die Route? Ja. Leo ist der Fischer. Aktivität hat Spaß. Oh, freut mich. Die hat auch Spaß, weil sie mit ihm quatscht. Du bist cool. Okay, dann spulen wir mal ein bisschen wieder vor, weil die Nacht finde ich echt recht langweilig. Kann aber sein, dass die dann attraktiv oder interessant wird, wenn man quasi... Oh, da hat jemand Hunger. Hm? Mit dir los. Rennst du denn hin? Willst du wieder arbeiten? Ah, gut. Ja, beschädigte Gebäude, das wissen wir schon, dass wir die reparieren können. Danke, das hatten wir schon. Und da ist wieder eins kaputt, was ich reparieren muss. Weil das hier anzeigt. Fischerhütte ist heile. Achso, das ist noch gar nicht. Produktion begonnen. Ich weiß nicht, auf was sich hier das bezieht. Überspringen wir den Punkt. Vielen lieben Dank. Ich habe soeben meinen Kaffee von Mathilde erhalten, der hoffentlich mit Liebe gekocht wurde. Natürlich, sagt sie aus dem Background. So. Lagertypen. Die Mehrheit von der Ressourcen wird entsprechend ihres Typs in unterschiedlichen Gebäuden gelagert. Was für ein Scheiß. Manche Ressourcen werden nutzlos, wenn sie nicht vorher adäquat gelagert wird. Danke. Ja, angemessen. Lebensmittellager, Lagerhaus. Weiterverarbeitet Gegenstände. Das heißt, wir brauchen 3 Lagersachen. Das ist ja nervig. Okay, aber gut zu wissen. Dann bauen wir jetzt mal ein Lagerhaus. Ja. Für Lebensmittel, würde ich sagen. Bauen wir hier direkt an der Straße. Spielgeschwindigkeit ändern. Ja, das wissen wir ja auch schon. Wo baue ich denn hin? Muss es in diesem Gebiet sein? Ach komm, machen wir sie in der Mitte. Spielgeschwindigkeit ändern. Danke, weiß ich schon. Irgendwie läuft es mit dem Essen nicht, ne? Es wird immer weniger, statt mehr. Gib Gas, ey. Bau mal Fische ab. Es gibt aber kein Gebäude zum... Es gibt kein Gebäude, was irgendwie die Sträucher aberntet. Kannst du das abernten? Ah, dafür brauche ich das Lebensmittellager. Ah, capisce, capisce. Weil die Bären halten uns so lange über Wasser, bis unsere richtige Nahrungsproduktion da läuft.
du mal ein bisschen vor. Hätte ich das gewusst, hätte ich das nämlich schon vorher gebaut. So, wo gibt's denn lecker, lecker Bärchen? Ich weiß, oben links war ganz viel. Hier hinten ist ein einzelner Strauch, der lohnt nicht. Das sind 2, 3, 4. Hier geht's echt ab hier. Das ist echt ein Bärenland. Hier haben wir auch 3 Sträucher. Also will ich erstmal nicht durchfunken oder... Da, bauen wir die da ab, weil dann können wir hier einen Holzfäller bauen. Haben wir überhaupt noch ein Arbeitsgebiet? Ja, wir haben noch ein paar Bretter da. Ich weiß auch noch nicht, ob der Bunker sich quasi, ob die Zeug rausnehmen, aber ich glaube, da war mal mehr drin. Das ist bestimmt unser Startkapital. Yeah, jetzt werden Bären gesammelt. Juhu! Lecker Bären! Baue ein eingestürztes Tor aus dem Baumenü wieder auf, um mehr Leute anzuziehen, die in deine Kolonie eintreten können. Unter ihnen befinden sich Spezialisten. Ah. Eine kleine Katze ist verschwunden. Was? Wirst du sie nach Hause bringen? Oh, das Mädchen weint. Oh, guck mal, sie hat eine Puppe aus einer alten Flasche gemacht. Geil. Da haben die einfach eine Öffnung gemacht, ein bisschen was reingeklatscht, ein bisschen bemalt. Cool. Haha. Eine Flaschenpuppe. Ein kleines Mädchen tritt mit Tränen in den Augen an dich heran. Ich kann meine Katze nicht finden. Bitte, sie muss weggelaufen sein. Ich kann ohne sie nicht schlafen. Sie beschützt mich, sagt das Mädchen mit zitternder Stimme. Du könntest jemanden schicken, um den Wald zu durchforsten. Doch ist es das wert? Ja, klar. Das Mädchen weint. Guck sie dir an. Sie hat eine Ersatzflasche. Sie muss mit dem Kätzchen spielen. Ein Suchtrupp ausschicken. Einige Kolonisten rücken aus, um nach der Katze zu suchen. Das Mädchen jubelt, doch der Ausgang ist ungewiss. Schon bald kehren die Leute aber mit einer riesigen weißen Katze zurück. Dem Fisch nach zu urteilen, den sie ebenfalls mitschleppen, war sie gerade bei der Jagd am Fluss. Fräulein Schnurhaar, ruft das Mädchen. Aus dem die Katze... Was? Und die Katze beginnt sofort zu schnurren. Achso. So, 2 Zufriedenheit und 9 Fische haben wir bekommen. Na, siehst du, hat sich ja voll gelohnt da, die Mission. So, wir haben einen Tipp. Also das war noch der Tipp hier. Also wir können natürlich mehr Leute gebrauchen, ne? Also, was wird wahrscheinlich, wenn wir das Tor aufbauen, uns erstmal sämtliche Arbeiter irgendwie fortreißen. Oh, wir können die Schotterstraße entfernen oder bauen. Ich lasse die Straße, ich finde die toll. Ah, da. Das Tor. 20 Bretter, 5 mit 10 Metall. Können wir machen. Wird jetzt dauern. Das ist ein großes Bauprojekt. Und ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video geht. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break bei dem Erbau des großen Tores. Und ja, ich glaube, ich mache so eine kleine Reihe. Wir machen mal kein angezockt Video. Ich zocke so viel wie Spiele an und... wir machen hier wirklich mal so eine kleine Reihe. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und ja, das war Teil 1 vom Ende der Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Lasst ein Like da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.